Und hier sind wir für die nächste Folge. Wundervoll. Und dafür musste ich nicht mal schneiden. Ich habe nur gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Egal. Ihr werdet es sowieso in 2 Tagesabständen oder so mitkriegen. Wir sollen uns auf den Weg in das Feld der Steine machen, glaube ich, hieß es. Ich muss gerade nochmal nachschauen. Zum Dunkelwald. Okay. Darum folgen wir erstmal wieder dem Weg, der uns dahin führt. Schlüssel, nein. Ach Gottdammit. Eigentlich bin ich... Da ist ein Z wie Zorro. Wir müssen Zorro. Vielleicht ist es auch ein N wie Norbert. Oder Norbert. Gottdammit, Norbert! Normalerweise, wenn ich irgendwie Gegend erkundet habe, dann bin ich immer den Rand lang gelaufen, um einfach mal alles auf der Karte zu haben und zu wissen, wo was ist. Ne, Dieter-Rubin, hurra! Dieter-Rubine geben einem in der. Also Rubine an sich geben einem entweder eine Rüstung mit Feuerschutz oder Feuerschaden. Wo ist der? Ah, das ist ein Brunnen. Brunnen gibt einem. Leben, Mana und Ausdauer zurück. Bei einfacher, man kann es 2-mal benutzen. So, jetzt ist er leer und erfüllt sich auch über die Zeit wieder. Pam, pam, pam. Ich spiele dieses Spiel gerade auf ja, leichter Schwierigkeit durch. Geht nicht anders am Anfang. Ich will es vorher schreien, der Monster. Das Teufelsadvokat kommt näher. Das heißt, es müssten irgendwo in der Nähe 3 starke Gegner sein, denen wir jetzt direkt in die Arme laufen. Oder so. Oder vielleicht die hier. Ein starker Boss. Ja. Unglaublich stark, oder? Ach, mein scheiß Inventar ist doch schon wieder voll. Ja, ich müsste es vorher einmal durchspielen, um es dann auf, um es gleich auf einer höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen, und das möchte ich erstens nicht, zweitens will ich absolut scheitern dabei. Ich habe Schrein der Ausdauer gefunden, das heißt, ich kann jetzt rennen, ohne dass mein Ausdauerpegel runtergeht. So, und wir sind im Feld der Steine. Um den Stein der Weisen zu suchen und Lord Voldemort zu töten. Teil 1 hatte Lord Voldemort noch eine Nase. Was ist damit passiert? Gute Lederhandschuhe, die könnten vielleicht besser sein als meine. Gute schwere Handschuhe. Gute Lederhandschuhe. Da kannst du noch mal anschauen. Ne. Nein. Ich habe gedacht, es wären andere. Ein anderer Typ von Handschuhen. Ich sollte mich täuschen. Was haben wir hier? Schrein des Feuers ist explodiert und nimmt eventuell Gegner mit. Ich bin überladen. Könnt ihr mir bitte weniger Gegenstände geben? Ich meine, ich muss nicht alles mitnehmen wie so ein Geizjude, aber. Ich möchte eins mal gleich aus dem Weg räumen. Ich habe nichts gegen Juden. Doch, ich habe eigentlich was gegen Juden, aber das ist. Nein, ich habe eigentlich nichts gegen Juden. Das ist. Ich glaube, ich sollte einfach die Fresse halten, bevor hier irgendwas Falsches sagt. Ich habe gegen alle Menschen was im Prinzip. Und gegen keine besondere Nationalität irgendwas. Weil ich ja irgendwie oft rumfluche über irgendwas. Aber als Deutscher muss man halt immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man irgendwas über Juden sagt. Weil dann ist man sofort als Nazi abgestempelt. Diese Gegenstände sind alle scheiße. Ich habe gegen Juden genauso viel wie gegen, keine Ahnung, Italiener, wie gegen Engländer, wie gegen Deutsche selbst. In jeder ethnischen Gruppe, in jedem Land, in allen Orten und Glaubensrichtungen in der Welt wird man riesige Haufen scheiße Leute finden, riesige Arschlöcher und Leute, die eigentlich
gar keine Existenzberechtigung verdient haben. Warum ich so oft was gegen die Juden sage, das ist einfach nur, ja, weil ich eben Deutscher bin. Es liegt mir im Blut, es tut mir ja leid. Oh boy. Wo ich mich da wieder reingeredet habe. Ah, hier haben wir das schimmlige Foliant. Der schimmlige Foliant. Ist es wirklich Foliant? Okay. Und so geschah es, dass die Gräfin, die einst im verjüngenden Blut von 100 Jungfrauen badete, lebendig begraben wurde. Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten gesehen hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm überragt die unterirdischen Verliese in der gottverlassenen Wildnis wie ein Monument des Bösen. Man glaubt, dass das Vermögen der Gräfin unter dem Klerus aufgeteilt wurde, doch viele sagen, das meiste sei nie gefunden worden und noch bei den verrottenden Schädeln begraben, die stummes Zeugnis von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur ablegen. So, wir haben eine optionale Quest erhalten. Also, theoretisch sind alle Quests optional, aber bis auf die letzte des jeweiligen Aktes. Aber die hier ist schon sehr zweitrangig. Suchen Sie im Schwarzen Moor hinter dem Dunkelwald nach dem Turm. Ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. Ich finde es einfach interessant, als Deutscher irgendetwas gegen Juden zu sagen. Weil man sofort behandelt wird, als wäre man das letzte Stück Scheiße. Es ist immer so. Wenn du in der Schule deinen Mund aufmachst und irgendwie so anfängst, ja, die Juden. Und alle drehen sich zu dir um, schauen einen Blick auf dich und so, sag jetzt nichts Falsches, sonst bist du ein Nazi. Sonst bist du für immer als Nazi abgestempelt. Es ist einfach wahnsinnig erstaunlich, wie sehr man aufpassen muss, wenn man irgendwas mit Jude in den Mund nimmt als Deutscher. Schrein der Erfahrung, da kriege ich, glaube ich, die doppelte oder dreifache Erfahrung für jedes Creep, das ich töte. Die Leute, obwohl sie überhaupt nichts damit zu tun haben, uns wurde so eingetrichtert, wir müssen den Juden quasi alles in den Arsch schieben, U-Boote oder sonst was, sonst sind wir Nazis und keine Ahnung was, weiß ich was. Dass selbst die Deutschen quasi schon so drauf reagieren, wenn man auch nur ansatzweise irgendwas gegen die Juden sagt, ist man ein scheiß Nazi. Wenn ich sage, alle Italiener sind scheiße, dann sagen die Leute, dann gehen sie auf dich zu sagen, ja, hast du recht oder so. Aber wenn du sagst, ich finde die Juden nicht so doll, dann heißt es gleich, oh mein Gott. Ich glaube, du bist 60 Jahre zu spät geboren. Du hättest dich bei Hitler sehr wohl gefühlt oder sowas. Und das finde ich einfach wahnsinnig interessant, wie unglaublich empfindlich wir darauf getrimmt sind, zu reagieren als Deutsche. Natürlich sind nicht alle so. Es gibt beziehungsweise, ich denke auch, das ist irgendwo Heuchelei. Und das gefällt mir persönlich nicht. Darum mache ich mir einfach eine Freude daraus, irgendwas gegen Juden zu sagen und dann einfach die ganzen empörten Deutschen zu sehen, die so sagen, oh mein Gott, was bist du denn für einer? Tickst du nicht ganz? Oh, hier haben wir den kleinen Rackety, wie hieß er, der Rakanishu, der Schlechte, oder? Ja, der hat Blitz verzaubert. Hast du ganz gut. Jedes Mal, wenn ich ihn angreife, kommt es raus und das kann später der tödlichste. Auf schwierigere Stufen. So. Level up. Ja, und interessante Geschichte dazu, weil, um meine These zu unterstützen. Warte, erstmal hier ein bisschen leveln. Ich möchte ein bisschen stärker, damit ich ein besseres Schild aufnehmen kann. Das ist eigentlich alles scheiße. Nehmen wir mal die Kadaver-Explosion. Ich zeig's mal gleich her, wenn ich Mana hätte. Ich brauche ja Mana.
Damit kann man Kadaver in der Gegend explodieren lassen. Das macht Schaden. Und macht's auch an mir Schaden? Nee, okay. Mit diesen Steinen. Ich spüre viele Geister um diese Steine herum. Wundervoll. Mit diesen Geistern kann man noch, mit diesen Steinen kann man nichts anfangen, aber. Naja, werden wir noch. Was ich hier eigentlich suche ist. Ich müsste einfach mal den Weg entlang, dann werde ich schon finden. Den Wegpunkt für diese Ebene. Und zwar, League of Legends, wer sich damit ein bisschen auskennt. Wenn man. Es gibt einen Verhaltenskodex, den sogenannten Summoner's Code. Wenn man gegen den verstößt, kann man aus dem Spiel für ein paar Tage bis zu permanent gebannt werden. Je nach Schwere des Vergehens und nach Häufigkeit der Vergehen. Zum Beispiel ein Grund, gebannt zu werden, ist, wenn man absichtlich feedet, wenn man also den Gegner gewinnen lässt quasi absichtlich, wenn man sich scheiße benimmt, durchaus auch, wenn man ein Spiel immer anfängt und dann einfach geht, AFK geht oder das Spiel komplett verlässt und sein Team so verlieren lässt. Solche Sachen halt. So. Sich falsch verhalten. Das ist zum Beispiel Leute beleidigen. Die ganze Zeit. Und ist zum Beispiel ein Grund. Oder einfach irgendwas, unanständigen Namen zu haben oder sowas. Lauter solche Kleinigkeiten. Es ist schon teilweise Blödsinn dabei, aber naja, das sind halt die Regeln. Und an Regeln hat man sich zu halten. So, ich war zweimal bei League of Legends gebannt. Für jeweils 3 Tage, glaube ich. Was waren die Gründe dafür, dass ich gebannt war? Falsches Verhalten. Was habe ich getan? Wenn man gebannt wird, kriegt man per E-Mail so eine kleine Übersicht, warum man gebannt wurde, für welche Spiele. Dann schaust du so durch und ich schaue mir so durch, okay, das ist absoluter Blödsinn, wofür ich da gebannt wurde, so, weil ich glaube 3-4 Mal geschrieben habe, GG easy. Nicht genug Mann. Was scheiße ist, das weiß ich. Am Ende zu schreiben, ja, war leicht, quasi. Das ist mir auch sofort einsichtig, aber ich denke, okay, das ist eigentlich Kinderkacke. Und dann sehe ich dieses eine Spiel, in dem ich irgendwie geschrieben hatte, ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß nicht mehr, warum ich das geschrieben hatte, aber ich habe es jedenfalls geschrieben. Und zwar, ich brauche Mana. Ich hatte geschrieben, hoffentlich verrecke ich jetzt nicht. Ohne jeglichen Zusammenhang habe ich geschrieben, the Holocaust never happened. Also den Holocaust hat es nie gegeben, die Massenvernichtung der Juden. Und das war, glaube ich, der Grund, warum ich gebannt wurde. Das ist das Einzige, was ich in diesem Spiel geschrieben hatte. The Holocaust never happened. Und das ist Grund genug, 3 Tage gebannt zu werden. So hart wird es bestraft. So empfindlich reagieren die Leute darauf. Und das ist jetzt nicht so. Ah, da ist der Wegpunkt. Wundervoll. Jetzt müssen wir wieder zurück zu dieser Steinwand. Und die Bestrafung oder die Verurteilung wird nicht von Riot, also der Spielefirma oder wie auch immer man es nennen möchte, direkt ausgeführt, sondern das Tribunal, in dem diese Fälle landen, diese Fälle, von denen man gemeldet wurde, die werden von Spielern, die Level 30 sind, ausgeführt. Das heißt, ich kann theoretisch auch in dieses Tribunal gehen, mir die Fälle anschauen und sagen, aha, okay, das geht so nicht. Warte mal, ich muss gerade mal schauen, ob es hier eigentlich noch. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Nee. Ich wollte sagen, ein Dungeon gibt, aber ich glaube nicht. Das heißt, es sind Menschen wie ich, Spieler wie ich, wie ihr, die sich in dieses Tribunal setzen, sich die Fälle anschauen und dann sagen sie, oh, der hat den Holocaust verleugnet, der muss ein böser Mensch sein, 3 Tagesbann. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die Rechtslage dazu ist. Ich glaube, es ist in Deutschland auch wirklich verboten, den Holocaust zu leugnen. Aber ich finde es. Die Leute fühlen sich sofort auf den Schlips getreten. Und das zweite Mal, als ich gebannt war, wieder so ein paar Spiele, die einfach nur Kinderkacke waren. Und das eigentliche Spiel, für das ich gebannt wurde, war ein Bot-Game, in dem ich mich ein bisschen mit so einem Typen geflamed hat. Der hat mir die ganze Zeit KS. Also die Kills geklaut, was in dem Botgame eigentlich total irrelevant ist. Ich flame mich einfach nur sehr gerne in Botgames. Und
jedenfalls, ich habe mal rumgeflamed und dann habe ich irgendwann, hat irgendwas gesagt und dann habe ich gesagt, that's not funny. My family died in Auschwitz. Also meine, das ist nicht witzig, meine Familie ist in Auschwitz gestorben. Und auch ich weiß, dass es recht behindert ist, aber das ist wieder der Grund gewesen, warum ich gebannt wurde. Es ist so, man kann nichts sagen. Wenn ich gesagt hatte, das ist nicht witzig, meine Familie ist in einem Autounfall gestorben oder so, dann würden alle sagen, okay, kein Thema. Aber wenn ich sowas schreibe, dann bin ich sofort unten durch. Einfach nur, weil ich Deutsch habe. Ah, wir haben ein Omelette gefunden. Okay, ich kommentiere schon überhaupt nicht mehr das Spiel, sondern rede hier nur irgendwas über. Nicht genug Mann. Über meine, ja, Moralvorstellungen. Das ist auch falsch. Was mache ich hier eigentlich gerade? Das ist der Untergang. Die Unterführung zu dem nächsten Gebiet. Haben wir gerade über Hitler alles. Und das finde ich einfach wahnsinnig interessant. Und ich meine, mal rein von der Theorie her, es kann ja wirklich sein, dass nicht jemand aus meinem Familienumkreis in Auschwitz gestorben ist. Das könnte ja wirklich sein. Aber nein, ich werde einfach nur dafür gebannt, weil ich sowas geschrieben habe. Das ist quasi so der Grund, warum ich mir einfach eine riesige Freude daraus mache, irgendwas gegen Juden zu sagen. Weil alle Leute sofort empört reagieren. Also nicht alle Leute, es gibt natürlich Leute, die denken da vielleicht so wie ich. Das macht mir einfach Spaß. Ich weiß, dass das damals eine riesige Katastrophe war und eine riesige Scheiße, die auch unsere Vorfahren abgezogen haben. Aber das ist 70 Jahre her. Jedes Land hat Dreck am Stecken. Jedes Land der Welt hat Dreck am Stecken. Ob es jetzt wir sind, ob es Russland ist, ob es die USA sind oder ob es Afrika selbst ist oder die Juden selbst. Jeder hat mal Scheiße gebaut. Warum müssen wir 70 Jahre danach noch leiden? Ich weiß, was der Grund ist. Das ist der Grund, weil es die jüngste Geschichte ist, in der sowas Abscheuliches geschehen ist. Und ich bin überladen. Wundervoll. Und ich muss mal zu. Und weil es davon halt vor allem auch jede Menge Filmmaterial gibt. Von der Sklaverei in den USA gibt es halt kein Filmmaterial. Es gibt Fotos, aber bewegte Bilder sind halt immer noch wesentlich eindrucksvoller. Und mal kurz schauen. Ja, der ist doch mal einiges besser. Das Amulett legen wir einfach mal an. Unabhängig davon, ob es gut ist oder nicht. Bisschen besser. Jo. Den Rest behalten wir. Von daher, also, wenn ich irgendwas Rassistisches, Antisemitisches oder sonst was sage, bitte nicht persönlich nehmen oder was Ausländerfeindliches. Es macht mir einfach Spaß. Es ist, wenn es irgendein Wort dafür gebe, die weiße ethnische Gruppe, also das ist irgendwie falsch ausgedrückt, die weißen Menschen an sich unter einen Kamm zu scheren oder irgendwas Abfälliges, weil für die Schwarzen gibt es halt diese ganzen Wörter Neger oder sowas. Das gibt's für uns Weiße ja gar nicht. Das ist, was ich irgendwie schade finde, weil ich würde mich freuen, so ein Wort zu verwenden. Hier in diesen ins zweite Untergeschoss geht man eigentlich wieder für die Kultur. Muss eigentlich einen anderen Ausgang finden. Starke Heiltränke. Ah ja, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Es gibt hier mehrere Unterscheidungen von Heiltränken, die geben. Ja gut, und je nachdem, welche Klasse man ist, heilen die auch unterschiedlich stark. Bei Leuten, die viel Magie machen, heilen die Mana-Tränke mehr Mana, aber dafür die Lebenstränke weniger Leben und umgekehrt. Ja. Wie schon gesagt, ich mache mir einfach eine Freude draus, zu sehen, wie die Leute reagieren.
nenne auch oft genug deutsche Kontrollgebiete. Also, von daher. Ich meine, das hat nichts mit irgendwas zu tun, aber hey, immerhin. Ein bisschen Leben. Boah, ich will die Sachen eigentlich nicht lernen. Ich kann mal wieder einen Fluch herzeigen. Ja, Schwäche. Die Flüche sind eigentlich sogar recht stark und ich weiß auch, dass professionelle Spieler die doch recht häufig verwenden, was sehr zu meinem Erstaunen ist. Aber ich persönlich mag sie eigentlich nicht so. Von daher. Wow, ich habe mal über in einem Let's Play über ein ernstes Thema gesprochen. So, die sind verflucht. Die machen weniger Schaden. Ja, 33% weniger Schaden. Was, wie schon gesagt, eigentlich sehr, sehr gut ist, aber ich habe es eigentlich nicht. Ich habe über ein ernstes Thema gesprochen. Ich bin auch dazu in der Lage. Wer hätte das gedacht? Ich selber nicht. Ach ja. Ich wollte es einfach mal gesagt haben. Nicht, dass die Leute denken, ich mache sowas, weil ich da besonders feindlich gegenüber irgendwelchen Gruppen gesinnt bin. Es ist einfach nur, weil ich es kann. Und jeder sollte das können, meiner Meinung nach. Außerdem gibt es ein wunderschönes Lied von Avenue Q. Das ist ein Musical. Das heißt, Everyone's a little bit racist sometimes. Doesn't mean you go around committing hate crimes. Look around and you will find no one's really colorblind. Maybe it's a fact we all should find. Okay, ich kann es. Jedenfalls die Aussage des Liedes ist, man kann sich nicht so verstellen, wie man ist. Jeder ist ein bisschen rassistisch veranlagt. Das ist nichts Böses, das ist nichts Schlechtes. Das ist einfach so. Das kommt mit der Natur. Es ist, ich als weißer Mensch, ich werde immer erstmal ein bisschen anders auf einen Schwarzen zugehen oder auf einen Ausländer oder also jemanden, der nicht deutsch ist. Das kommt einfach so. Das ist nichts Schlechtes. Das ist natürlich. Oh fuck. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich Ausdauer wiederherstellen. Ich suche hier erstmal den Wegpunkt. Und. Nein, warte, ich mache was anderes. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich mache was anderes. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich mache. Wir suchen eigentlich jetzt hier im. Wo bin ich eigentlich? Im Dunkelwald suchen wir den. Was suche ich eigentlich? Den Inifusbaum. Oh, ich verwende wirklich Flüche. Ich bin sehr von mir schockiert. Oh boy. Riesige fucking Monster. Monster. Man muss sagen, der zweite Teil ist insgesamt eigentlich einiges leichter als der erste, weil ja, die Monster an sich sind wirklich leichter und man hat immer die Möglichkeit, das Spiel neu zu starten, irgendwo trainieren zu gehen. Es gibt wesentlich größere Welt. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten, einfach mal jetzt vom eigentlichen Kurs abzudrehen und was anderes zu machen. Man kriegt mehr Geld, man kriegt eigentlich viel zu viel Geld. Es ist wirklich einiges einfacher. Zumindest jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad. Natürlich wird es doch noch eine ganze Ecke schwerer später. Und gerade so das erste Mal durchspielen. Alle 5 Akte. Ja, das Spiel ist übrigens in Akten unterteilt. Oh Gott. Da hinten. Ne, warte. Ist hier noch irgendwo? Ich finde schon wieder. Alter. Ja, das fliegt. Gehen wir wieder zurück zu den 10. Kadaver-Explosion. Es gibt einige Orte, an denen man die sogar richtig, richtig gut einsetzen kann. Es gibt ein paar Mini-Bosse, die wirklich inmitten von Kadaver-Massen sind. Feuerwiderstand. So, jetzt habe ich
75 Feuerwiderstand, das müsste ein prozentualer Wert sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist das Höchste, was man haben kann. Mit diesem Schrein kriegt man das oder durch Gegenstände. Natürlich dann am besten gesockelte Gegenstände, in die man irgendwelche Diamanten und Rubine reingetan hat. So kriegt man die am ehesten Widerstände zusammen. Gibt mir starke Mana-Erneuerung, das nehme ich gerade mal nicht. Ich möchte eigentlich nur noch den Inifus-Baum finden. Dann würde ich die Folge erstmal beenden. Wie möchte ich es handhaben mit dem Let's Play hier? Von der Länge, von der Regelmäßigkeit, im Prinzip Regelmäßigkeit, eigentlich täglich, wenn es geht. Länge der Folge, die erste. Ich habe jetzt in letzter Zeit viele Videos hochgeladen, die bis zu 40 Minuten oder über eine Stunde waren. Ich weiß, dass es Leute gibt, die gerne 10 Minuten, 20 Minuten haben. Gibt aber auch Leute, die stören sich auch absolut nicht daran, wenn ein Video länger ist. Oder die es auch wirklich gut finden. Also ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich setze mich abends vorm Schlafen, mache ich noch ein Let's Play oder so von jemandem an und schaue einfach, bis ich einschlafe. Und wenn dann das stört es mich nicht, ob das dann 10 Minuten Folgen sind oder eine halbe Stunde oder sonst was. Da ist es mir kackegal. Natürlich schaut man Let's Play nicht so viel Film, von daher ist es nicht so toll, wenn es dann 2 Stunden oder so lang ist. Aber ich habe es mir inzwischen einfach angewöhnt. Ich schneide es so, wie es passt, wie ich es mir vorstelle. So, dann mal den Waypoint. Jetzt brauchen wir nur noch den Baum. Und jetzt für die erste Folge von Diablo 2 habe ich es ein bisschen länger gemacht. Quasi Pilotfolge und ihr habt ja auch lange drauf gewartet. Und jetzt möchte ich so schon wieder diesen 20-Minuten-Rhythmus etwa eingehen. Dann kann ich auch, wenn ich einmal was aufnehme, was ich länger kann ist. Noch mehr tragen. Oh fuck it. Fick damit. Egal. Kann ich auch mal ein paar mehr Folgen machen? Ich meine, ob ich jetzt. Das ist wieder sowas Psychologisches. Okay, ich müsste den Baum gefunden haben, weil. Ja, Baum kommt bei uns raus. Fuck. Das ist wieder sowas Psychologisches. Ich könnte alle 3 Tage ein Video mit einer Stunde hochladen. Ich bin überladen. Dann würden die Leute sagen. Da ist der Baum. Okay, Diablo lädt nicht regelmäßig hoch, der lädt nur quasi alle 3 Tage was hoch, nicht täglich. Obwohl eine Folge von einer Stunde entspricht quasi 3 Folgen von 20 Minuten, was ich dann täglich machen könnte. Von daher ist es mir eigentlich lieber täglich und dafür etwas kürzer als alle paar Tage mal und dafür dann längere zu machen. Ich gehe jetzt nochmal weg, zeige noch alles her, was ich gefunden habe und dann kümmern wir uns das nächste Mal auf jeden Fall um Deckard. Der Orden heißt euch willkommen. So. Nutzlos. Nicht das Geld wert. Fuck, ist das scheiße. Helm vielleicht. God damn it, Helm. Brauche ich nicht. So. Okay. Ablegen. Alles kommentieren, was ich tue, egal wie klein und unbedeutend es ist. Tränke umräumen. Neuen Trank dazu tun. Ins Portal laufen. Okay, ich hoffe. So. Wir berühren diesen Baum. Dieser Baum erstrahlt in innerem Licht. Ja. Bringen Sie, Akara, die Inifus-Schriftrolle zurück. Machen wir aber nächstes Mal. So. Gettes Leder, Schützer. Und dann mache ich erstmal Pause für jetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.